Taylor Swift, der Superstar unserer Zeit. Wir wollen die Faszination verstehen. Denn die 34-jährige Amerikanerin bricht alle Rekorde. Im Juli kommt sie nach Deutschland. Schon jetzt singen sich die Fans warm. In Erlangen feiern hunderte Leute zu ihren Songs. Aber Taylor Swift ist nicht nur Party, Musik und Pop-Mainstream. Sogar Uni-Professoren beschäftigen sich mit ihr. Und auch die Mächtigen in der Welt haben großen Respekt. Sie hat eine Followerschaft, die natürlich gewaltig ist, die sehr loyal sind. Und wenn wir daran denken, wie wenige Stimmen den Wahlkampf 2020 entschieden haben, dann kann Taylor Swift mit einem Wahlaufruf locker diese paar tausend Stimmen generieren. Warum ist der Hype gerade jetzt um Taylor Swift so groß und warum ist sie sogar an der Uni interessant? Meine Kollegin Sophia war am Wochenende in Erlangen bei The Taylor and Harry Night. In ganz Deutschland findet diese Partyreihe statt. Es ist die Schlange und da hinten muss ich mich jetzt anstellen und die Schlange ist lang. Ja, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich bei einer Taylor-Party bin hier. Ja, also ist jedes Mal wieder schön. Und was gefällt dir dran? Warum kommst du gern her? Es ist einfach der Vibe. Es ist einfach dieses, jeder ist aus dem gleichen Grund hier und es ist kein Beef oder so. Jeder fühlt die Musik und alle sind happy zusammen. Man hat einfach einen schönen Abend. Besonders wichtig, die Party findet in einem geschützten Raum statt. Das wird gleich am Eingang klar. Wenn heute irgendwas sein soll, dann könnt ihr gerne zu uns kommen. Das ist uns ganz wichtig, ja. Die Einlässe, die Garderoben, die Theken, die Securities sind für euch da. Kommt zu uns, wir lösen gerne eure Probleme. Dafür sind wir da. Wir wollen, dass ihr heute sicher feiern könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Passt auf euch auf. Und dann hätte ich einmal gerne die Ausweise und die Taschen bitte gesehen. Nach 15 Minuten Anstehen ist auch Sophia drin. Die Stimmung ist gut und die Swifties sind textsicher. Im Erlangener E-Werk machen die Swifties so richtig Stimmung. Und ihre Outfits sind an Taylors Style angepasst. Viel Glitzer und Strass. Warum macht es so Spaß, hier heute hier zu sein? Ich finde, dass die Community einfach Hammer ist, weil wir alle zusammenhalten und einfach jeder seinen Spaß haben kann. Ich finde es einfach voll cool, dass alle die Lieder kennen und dass wir alle so viel Spaß haben. Und auch Sophia wird angesteckt von der Musik bei der Party. Und natürlich darf eins nicht fehlen. Sophia bekommt Freundschaftsbänder und ein erster Schritt in die Community der Swifties ist getan. Also man muss wirklich sagen, Leute, ich fühle mich hier total geborgen. Hier sind vorwiegend Mädels. Das Feiern macht richtig Spaß. Es wird wenig Alkohol getrunken und trotzdem ist hier mega Stimmung. Also man kann richtig gut Party machen. Bei der Party waren auch Val und Elena. Die beiden beschäftigen sich aber nicht nur privat mit Taylor Swift, sondern auch an der Uni. Dazu gleich mehr. Zuerst geht es mit den beiden zum Shoppen. Denn ohne ein Accessoire, das Freundschaftsbändchen, geht bei den Swifties gar nichts. Ich bin auf der Suche nach roten Perlen. Also solche Perlen praktisch, aber halt in Rot fürs Red-Album. Und wie ist denn eigentlich dieser ganze Hype mit den Armbändern entstanden? Also das kommt von You're On Your Own, Kim, ja. Von dem Song von dem vorletzten Album. Da hat sie halt die Line Make the Friendship Bracelets. Ja. Und dann hat das halt einfach angefangen. Und dann ist das jetzt eigentlich zu so einer Tradition geworden für die Eras Tour Konzerte. Ich kann mir vorstellen, dass man so auch voll schnell Leute kennenlernt, oder? Wenn man einfach zu jemandem hingeht. Ja. Wie viele hast du schon kennengelernt? Also ich habe jetzt zwei eben dadurch kennengelernt, aber ich glaube, die bekannteste, die da jemanden kennengelernt hat, ist ja Taylor Swift selber. Travis Kelce, ihr jetziger Freund, hat ja praktisch damals für sie ein Armband gemacht und das mit ihr getauscht praktisch. Und so kam ja diese ganze Beziehung überhaupt zustande. Die beiden sind seit 10 Jahren Taylor Swift-Fans. Sie haben Tickets für Wien. 150 Euro ist ihnen die Show wert. Die Tour war in Rekordzeit ausverkauft. Wie ist es eigentlich so als Taylor Swift-Fan? Wird man da manchmal dann auch belächelt oder nicht ernst genommen? Ich hatte auch das Gefühl, dass bei der Party so ein paar Mädels auch eher vorsichtig waren. Woran liegt das? Ich glaube, das ist im Allgemeinen einfach wie weiblich gelesene Hobbys und weiblich gelesenes Fandom
häufig dargestellt wird. Das ist okay, wenn jetzt bei der EM sieht man es ja super, wenn da die Männer ultra ausrasten und dann sich in die Arme fallen, wenn aber Frauen irgendwie Fans sind und dann halt kreischen oder sich einfach halt irgendwie freuen und da so Fanpraktiken ausleben, dann wird das häufig als so hysterische Teenager abgestempelt und häufig so ein bisschen belächelt. Und ich glaube, das ist einfach Teil dieses Phänomens, dass Frauen dann häufig Emotionalität da so sehr negativ ausgelegt wird. Das haben uns übrigens auch ein paar Frauen auf der Party in Erlangen erzählt. Sie haben das Gefühl, als Swiftie nicht für voll genommen zu werden. Dabei gibt's gerade so viele Taylor Swift-Fans, die alles für ein Konzertticket geben würden. Taylor Swift begeistert Millionen. 283 Millionen folgen ihr auf Instagram. In München werden bei zwei Konzerten im Juli im Olympiastadion rund 150.000 Fans dabei sein. Taylor Swift, die bricht wirklich gerade alle Rekorde und auch bei Spotify hat sie einen neuen Rekord aufgestellt. Ihr aktuelles Album wurde 300 Millionen Mal gestreamt. An einem einzigen Tag. Also das muss ja jetzt erstmal jemand nachmachen. Und vom Time Magazine wurde sie im vergangenen Jahr zur Person des Jahres gewählt. Als erste Pop-Sängerin überhaupt. An Taylor Swift kommt heute fast niemand mehr vorbei, auch nicht die Wissenschaft. Denn hier an der Uni Bamberg gibt es eine Vorlesung über Taylor Swift. Die besuchen am Lehrstuhl für Literatur und Medien rund 30 Studierende. Elena und Val sind mit dabei. Heute geht's ums Thema das Taylorverse und das Lachen. Wir werden so ein bisschen diskutieren, was das Taylorverse ist, was wir darunter verstehen können. Jörn Glasenapp ist auch ein Swiftie. Er sagt, die aktuelle Tour von Taylor Swift sei das Woodstock von heute. Wir haben ihn vor der Vorlesung besucht. Freut mich. Ja, sehr schön. Freut mich auch. Der Professor für Kulturwissenschaften hat ein Buch über Taylor Swift geschrieben und ihren Erfolg analysiert. Warum ist jetzt gerade, also die, sagen wir mal, die 20er, die Zeit von Taylor Swift? Erster Punkt, Taylor Swift war lange nicht auf Tournee und die Eras Tour schlägt ein wie eine Bombe. Aber ein wichtigerer Punkt, glaube ich, ist eher ein viel düsterer, dass die Welt derzeitig derartig stark von hypermaskulinen Spaltern wie Putin, wie Donald Trump etc. in Atem gehalten wird und die in gewisser Weise für ein Universum stehen, das gar nicht konträrer sein könnte zu dem, was Taylor Swift repräsentiert. Aber leider, ne, mit Donald Trump droht was ganz anderes. Wie gefährlich, glauben Sie denn, kann sie Donald Trump werden? Sehr gefährlich. Warum? Sie hat eine Followerschaft, die natürlich gewaltig ist, die sehr loyal sind. Und wenn wir daran denken, wie wenige Stimmen den Wahlkampf 2020 entschieden haben, dann kann Taylor Swift mit einem Wahlaufruf locker diese paar tausend Stimmen generieren. Also mit anderen Worten, die kann sehr gut Königsmacherin werden. Taylor Swift steht somit auch für Emanzipation, vor allem der jungen Frauen. Die Fans, die oft früher belächelt wurden. Sie bringen jetzt nicht nur Hallen und Stadien zum Beben, sie sind auch viele und könnten mit ihrer Stimme die Welt verändern. Zurück zur Vorlesung. Hier geht's gerade um das Taylorverse, denn ähnlich wie bei Herr der Ringe und Game of Thrones haben die Fans um Taylor Swift eine eigene Welt kreiert. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in der Populärkultur sehr häufig haben. Dass wir also Welten vor uns haben, in denen man leben kann regelrecht und die an und für sich die Attraktion regelrecht bilden. Und in der Vorlesung wird auch klar, trotz ihrer riesen Fanbase und ihres Erfolgs, Taylor Swift ist keine Diva, sondern macht sich gerne über sich selbst und ihre Tollpatschigkeit lustig. Und gibt sich dadurch auch nahbar. Dass sich Taylor Swift auch selber nicht immer so ganz ernst nimmt, trotz dessen, dass sie ja so die Musikindustrie praktisch ist. Und auch, dass sich die Fans immer nicht so ernst nehmen. Ich glaube, das ist auch ungewöhnlich. Und das ist halt schon ganz cool, dass das quasi die Fans das so mitgestalten. Also dann auch so mit den Friendship Bracelets und so. Gerade auch diese Taylor & Harry Nights und die Partys und die Friendship Bracelets und so das Ganze drumherum, was sich so ein bisschen verselbstständigt hat und wo man irgendwie auch Freundschaften so finden kann, ganz easy. 1, 2, 3.
Inzwischen sind wir dem Hype um Taylor Swift viel näher gekommen, können ihn zum Teil verstehen, denn es geht nicht nur um Musik, sondern es ist eine ganze Welt, die die Fans auch mitgestalten können und die Taylor Swift erschaffen hat. Diese Welt ist einmalig. Im Taylorverse ist jeder willkommen. Alle Swifties gehen respektvoll miteinander um und fühlen sich verbunden. Und das ist doch ein schönes Zeichen in der heutigen Zeit. Was haltet ihr eigentlich vom Taylor Swift-Hype? Ist es total euer Ding? Seid ihr vielleicht sogar selbst Swifties oder könnt ihr es gar nicht verstehen? Schreibt gerne eure Meinung hier in die Kommentare.